Hi und herzlich willkommen zurück bei unserer guten Akame mit unserer letzten Nebenaufgabe. So, what'll it be? Oder mit unserer letzten Anfrage, weil das, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss da nachgucken. Denke ich mal. Okay, mal gucken. Mal gucken, was Familienbande ist. Hey Joyu, die Infos sind eingetroffen, die die Ogajin zum Aufenthalt der Kukus, ach so, Familie gegeben sollte. Der Tag ist endlich gekommen, wir werden uns für Mizurugi rächen. Er ist sehr amused. Okay, die Kyokoso-Familie, sie taucht immer dann auf, wenn man am wenigsten damit rechnet und nutzt diese Zigaretten, um spurlos zu verschwinden. Aber wenn wir sie überraschen, sollten wir ihnen endlich das Handwerk legen können. Aber nach deiner Nummer in der Burg haben wir nur die eine Chance, deine Entscheidung. Sollen wir loslegen? Natürlich. So eine Chance sollen wir uns nicht entgehen lassen. Lass uns das ein für alle Mal zu Ende bringen. Dann muss sie in die Burg zurück? Fuck. Das ist Andrew. Ach nee, doch. Ich dachte schon. Wie hast du uns gefunden? Wer hat dir von diesem Ort erzählt? Das muss und werde ich euch nicht sagen. Na, scheiße, welcher Arsch hat dir von unserem Mutterschiff erzählt? Jetzt habe ich endlich. Was, jetzt habe ich dich endlich, Uzuki. Das war's für dich. Du hast schon viel zu lange die Kontrolle über die Stadt. Hat er das? Haben wir den schon mal. Der kommt irgendwie bekannt vor. Aber wie bitte? Du tauchst hier einfach so auf und redest so einen Scheiß. Für wen hältst du dich? Ja, gut. Ach ja, er kommt hier wieder mit seinem Spielzeug an. Klar, ich bin jetzt gesundheitlich nicht so in der besten Verfassung, aber ich glaube, das wird man trotzdem hinkriegen. Ich hoffe, ich werde da nicht übermütig. Oh, es hat auf jeden Fall die richtigen getroffen. So, mein Kleiner, jetzt bloß auf Robot. Bloß noch wir Meter. Ja, ich bringe ja schon. Okay, den kriegen wir auch zu holen. Ich muss nicht mal irgendwas nehmen. Gut, ich hätte vielleicht mal aufpassen sollen. Aber er braucht nicht mehr viel. So, Herr Patriarch. Lass dich nochmal treffen, komm. Dankeschön. Der Schlüpper. Ich sag's doch, der Schlüpper bringt's. Aber ich glaube nicht, dass das schon alles war, um ehrlich zu sein. Glaube ich nicht. Scheiße. Die von der Burg haben die Gadgets, die ihr mir so ruhig geklaut habt, weiterverkauft. Ogajin hat mir alles erzählt, darunter auch, wo ich euch finde. Aber warum? Warum sollte Ogajin jemanden wie dir das erzählen? Mein Gott, Otsuki, lebst du unter Mond? Jojo hat Ogajin in einem Kampf und 1 gegen 1 fair besiegt. Bullshit. Den Ugachin, den hat seit 20 Jahren niemand geschlagen. So wie ich das sehe, wart ihr zu unfähig, meine Gadgets selbst zu benutzen und habt euch darauf verlassen, dass Ugachin sich um Jojo kümmert. Liege ich da richtig? Ach, kein Wunder, dass die Omi-Allianz sich von ihnen getrennt hat. Dreckiger Haufen Feiglinge. Ach komm schon, du willst wirklich Ugachin besiegt haben? Er ist doch eh schon unbesiegbar. Wie soll das gehen, wenn er sogar noch Gadgets hatte? Ja, das hat dir nicht wirklich viel geholfen. Na, es reicht. Die Schmach wird mit jedem Wort schlimmer. Ugachin, was hat das zu bedeuten? Scheiße, war zu schnell. Ach, hör auf. Höre ich deinen Hauch Verachtung in deiner Stimme? Wenn du weiter so über mich redest, muss ich dich persönlich zum Schweigen bringen. Uzuki, Zeit, dein Schicksal anzunehmen. Erst zahlst du für Misurugis Laden, dazu kommen die Behandlungskosten und das Schmerzensgeld für seinen gebrochenen Arm. Ach, ein Teufel werde ich. So viel Geld habe ich nicht. Und jetzt, wo meine Familie ruiniert ist, kommt auch nichts mehr dazu. Mit den Drinks, die wir uns hier reingekippt haben, wollten wir uns ein letztes Mal ein bisschen Luxus gönnen. Zu dumm, aber von mir seht ihr keinen einzigen Yen. Super. Du willst mir also erzählen, dass ihr einen Haufen Leute abgezogen habt und den Schaden jetzt nicht begleichen könnt? Vollidiot, glaubst du echt, dass wir dir das abkaufen, verdammter Abschaum? Glaub doch, was du willst. Ich fange trotzdem nicht an, Geld zu scheißen. Was soll ich denn machen? Lustig, dass du fragst, denn dann bleibt nur eins. Ab dem heutigen Tag gehört ihr mir und seid die neuesten Mitglieder am Akamel-Netzwerk. Was zur Hölle? Akamel-Netzwerk besteht zum größten Teil aus Obdachlosen. Und das heißt, dass ihr als neue Mitglieder jetzt denen helft, die ihr mit eurer Sozialbetrugsmasche betrogen habt.
Das ist doch aber... Ach komm schon, lass den Scheiß. Wenn du nicht zustimmst, muss ich dich wohl meinen Freunden hier überlassen. Also, was sagst du? Willst du dich von den Besten der Burg verprügeln lassen? Sie werden wohl auch kein Geld aus dir rausprügeln können, aber du wirst sicher lernen, wie man Schulden begleicht. Also, was darf's sein, Patriarch? Okay, okay, die Jungs und ich werden Teil des Akademie-Netzwerks. Damit sind wir jetzt quitt, oder? Ja, jetzt willst du plötzlich Teil meines Netzwerks sein. Redet man so etwa etwas, so etwas mit seiner Vorgesetzten? Redet man so etwas? So etwa, ne? Ja, ich meine, ja, danke für die Chance, wirklich. Ich freue mich drauf, mit dir zusammenzuarbeiten, werte Chefin. Mein Netzwerk wächst und wächst. Dank Jojo, das habe ich alles dir zu verdanken. Wie wär's mit dem Drink? Du schaffst es immer, dir noch eine kleine Extrawurst zu braten, wa? Naja, was sie Melisorugi an Schadensersatz zahlen müssen, werde ich aus eigener Tasche bezahlen. Ah, das stimmt, Jojo. Von der ganzen Sache hat nicht nur Akame was, sondern wir alle. Ja, okay, in Ordnung. Dann machen wir das so. Yay. Das war halt viel zu einfach. Aber ich glaube nicht, dass ich den... Dafür muss ich halt noch allen anderen Scheiß machen. Auch wenn ich die 15.000 noch zusammenkriege, ich muss, glaube ich, den restlichen Scheiß aus dem Akademie-Netzwerk auch noch machen. Aber, was gut ist, erstmal das. Wie viele Punkte fehlen uns noch? Ey, ich muss bis 100.000 hoch. Das, ne. Leider nicht, aber das Gute ist halt, das brauche ich nicht, um das Spiel zu platinieren, sage ich mal so, ne? Anfragen, es ist halt immer bloß noch diese eine hier. Ich glaube, ich muss da halt wirklich nachgucken. Das ging jetzt halt wirklich sehr fix. Ich meine, danach kann ich gucken. Golf könnte ich noch spielen. Ja, und hier muss ich die Fotos machen. Ah, nee, warte mal. Nee, warte mal. Wenn wir noch beim Kloppen sind. Wir wollten da ja noch wohin. Stimmt. Aber ansonsten... Ich meine, danach geht's in die Hauptstory rein und ich will die Hauptstory erst machen, wenn ich allen anderen Scheiß gemacht habe. Bis auf das, was ich vielleicht nicht machen darf. Das kann auch sein, dass das der letzte Kampf im Kolosseum ist gegen einen übel starken Gegner. Ich glaube, bin ich in besser Verfassung? Ich glaube nicht, oder? Ah, nicht mal bei Weitem. Bei Weitem nicht. Warte, ich werde mir nochmal was reinzwiebeln. Ich werde mir nochmal bei den Dings was reinzwiebeln. Das war ja schon hier. Kämpferlounge. Das wird, glaube ich, nicht so schlecht sein. Da können wir uns ruhig ein Bierchen gönnen. Jo, naja, gut, das bringt dann doch nicht so viel. Aber ich habe wenigstens drei Dings voll, ne? Leicht angesäuselt. Jo. Und wisst ihr was? Ich... Nur für später nochmal. Ich schmeiß nochmal eine kurze Runde. Reicht jetzt zu, dass die Leute zufrieden sind. Und wie gesagt, es kann sehr gut sein, dass ich da jetzt verkacke, dass das zu schwer sein könnte. Und der letzte Kampf dann, dass es da halt genauso ist. Also, dass ich da wirklich üben. Aber da ist... Es kann nervig werden. Ich weiß, bei den letzten Kämpfen... Rezeption. Da konnte ich, glaube ich, mit Nahrungsmittel was machen. Aber ich brauchte da so ein bestimmtes, dass ich den überhaupt besiegen konnte. Und ich habe da insgesamt, glaube ich, über 2 Stunden jeweils immer gegangen. Also bei Judgment und bei Lost Judgment beim letzten Kampf. Deswegen... Die 4 Könige der Burg haben sich zusammengetan, besiege sie alle in 4 aufeinanderfolgenden Kämpfen. Das meine ich. Also die ersten beiden sollten jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Ich wollte sagen, er sowieso nicht. Komm, er ist weg. Gut. Ein bisschen Energie sollte ich dazu bekommen. Also wie gesagt, bei dem mache ich mir jetzt eine Kehlsorge, bei dem nächsten eigentlich auch nicht.
Bei dem dritten schon eher. Ah, shit. War nicht schnell genug. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder mit Gruppe gegen den antreten muss. Oder ob der einzeln ist. Weil der konnte, glaube ich, relativ viel einstecken. Okay, er ist einzeln. Aua. Weil ich habe den nicht. Ich habe halt nicht gesehen, wie der weiter kämpft, ne? Sollte aber trotzdem auch machbar sein, ne? Alter Mann, du mit deinem Scheiß. Vielleicht habe ich mir auch zu sehr ins Hemd gemacht, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben den Superschlüpper immer noch, ne? Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber es fehlt halt noch ein besonderer Kampf. Maybe unser goldener Krieger wieder. Gehören die auch dazu, die Special-Kämpfe? Schließe alle anderen Kämpfer. Ja, gut, dann machen wir die jetzt noch. Ich meine, die hatten wir jetzt auch noch nicht. Und ich nutze meine Dings umsonst, nicht umsonst. Also keine Sorge, das hat seinen Grund. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Außer es wird enger, aber nee, das sollten wir nicht kriegen. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß, extremer Heat-Modus wollte ich jetzt aber extra nicht machen, weil wir können ja dann noch essen gehen. Aber ich wollte mir das halt für den. Wenn das reicht als Special-Dings, ne? Wollte ich mich dann darum erst kümmern. Weil
andere. Ich. Mysteriöser neuer Kampf. Okay. Hallo, hier ist Tom. Ein mysteriöser Typ, der sich selbst Dr. was? Minamida nennt, ist mit einem ziemlich hohen Geldbetrag am Anfang aufgekreuzt. Er behauptet, die stärkste Kämpfer der Gegend, den stärksten Kämpfer dabei zu haben und bittet um einen Test gegen den stärksten Kämpfer der Burg. Der stärkste Kämpfer der Burg bist eindeutig du, Giorgio. Du bist der Einzige, der es schafft. Bitte hilf uns bei der Sache. Ich arrangiere, dass ein Special Event vorbereitet wird. Deine Gegner meinten außerdem, er wollte die Daten der stärksten Kämpfer aus deiner Erinnerung kopieren und so. Jedenfalls musst du dich auf diesen Kampf richtig gut vorbereiten. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich würde den anderen Kampf, dass wir das einfach weg haben, auch ganz gerne machen, weil das könnte jetzt zum Beispiel der Kampf sein, wo ich dann sage, ja, das wird heavy. Aber ich weiß halt nicht, ob der die Möglichkeit hat, nochmal wieder Energie dazu zu kriegen. Dann machen wir den Special Dings nochmal, weil die sind halt auch nicht ohne. Da lerne ich mich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Hatten wir schon irgendwas mit 7? Nee, ne? Ja, machen wir das nochmal. Dann haben wir das auch weg. Oh nein. Ja, genau deshalb nein. Der war nämlich fucking schnell. Ah, shit. Doch, lief ganz gut. Lief ganz gut. Ich brauchte mein Dings noch nicht einsetzen. Extreme Heat. Wunderbar. Also gehen wir jetzt noch was essen. Speichern die ganzen Geschichte und dann. Sehr schön. Da habe ich schon ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Da habe ich schon ein bisschen Bammel vor. Das ist, also hatte ich ja bei den anderen auch. Also kann auch sein, dass der jetzt wesentlich einfacher ist, wie die, die wir jetzt gerade eben hatten. Jo, gib mir mal hier. Okay, mir hat. Hey, war das nicht immer so, dass mir da auch übelst viel gefehlt hat? Hätte ich ja gar nicht stressen brauchen. Egal. Wir gehen jetzt dahin. Und das wird dann der letzte Kampf. Im Kolosseum sein. Also wenn ich ihn schaffen sollte. Und wenn der alles irgendwie kopiert, alles durcheinander mixt. Na, mal gucken, was er drauf hat. 5 Minuten. Boah, Alter. 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 Ja, da drum kriegen. Aber kennt man den? Ich weiß es nicht.
Vielleicht aus einem anderen Yakuza-Spiel? Hat der mehrere Phasen manchmal? Ich glaube nicht, dass da... Ach komm schon, Typ. Oh. Jetzt sehe ich es gerade da oben. 1 von 6 Runden. Jetzt sehe ich das gerade. Ich habe mich nämlich schon gewundert, hä, warum zum Fick? Okay, ich muss mir also jedes Mal wieder auf die neue einstellen. Okay, wichtig ist bloß, glaube ich, dass der mir nicht allzu viel abzieht, ne? Dass ich damit noch überleben kann. Notfalls bei den letzten 1-2er einfach drauf. Das hat mir sonst jetzt ehrlich gesagt zu lang gedauert, bis ich mal den seine dauerhafte Deckung durchbrochen hatte. Also bisher wirkt es noch nicht so schwer, wie ich es gedacht hätte. Nein, was bin ich bescheuert? Warum mache ich das jetzt schon? Ich weiß doch gar nicht, was der drauf hat. Steh auf, Mann! Steh doch mal auf! Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Scheiße, eigentlich. Nein, steh auf, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich hab extra jetzt wegen der Zeit ein bisschen mehr Risiko. Oder hab mir ein bisschen mehr Risiko mit reingenommen. Aber mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Oh nein, der blockt schon wieder die ganze Zeit nur ab. Thank you.
Komm schon, Alter, ich will wenigstens. Egal. Geht noch nicht. You're small. Cool. Okay, das war im unterm Strich war es dann doch echt einfach, muss ich sagen. Damit haben wir alles. Burg ist soweit fertig. Oh? Herzlichen Glückwunsch, Shoryu. Du hast den Minada Grand Prix gewonnen. Ja. Gute Arbeit, Shoryu. Du bist doch golden. Also der ist doch etwas goldener. Hat der vielleicht auch eine goldene Kugel für mich? Maybe? Hm? Wer bist du? Ich bin Tatsu Amon. Ich gehöre zum Amon-Clan. Wir streben nach beispielloser Stärke. Och nee, Alter. Ich sag mir nicht, der Amon-Clan. Hab mir schon gedacht, dass du auftauchen würdest. Als ich den Namen Mina... Okay. Ich habe jetzt keine Verbindung dazu, aber nicht, dass das jetzt so ein fucking schwerer Typ ist. Aber was genau bist du? Ich bin der Inbegriff des einmaligen technologischen Fortschritts des Amon-Clans. Man könnte sagen, ich bin das Meisterwerk des Clans. Bitte was? Der ultimative Kämpfer oder was? Denk ja nicht, ich sei nur ein Meister der Meuchelkünste. Ich bin eine lebendige Festung und eine tödliche Waffe. Cool. Diese Typen. Wir sollten das in einem Hellteam Rumble klären. Stell das stärkste Team zusammen, das du auftreiben kannst. Und dann messt euch mit uns. Und warum genau willst du gegen mich kämpfen? Warum? Natürlich aus Spaß an der Freude. Denk bloß nicht, dass du vor uns weglaufen kannst. Für dich gibt es keinen Zufluchtsort, Mod. Ja. Würde mir im Traum nicht einfallen. Wart's nur ab, ich werde es euch schon noch zeigen. Wahnsinn, der Geheimnisse voller Amon-Clan und der Jojo-Clan treffen im Hellteam Rumble aufeinander. Das wird der ultimative Showdown. Ich bin schon ganz hibbelig vor lauter Aufregung. Jojo, bitte gib dein Bestes. Ja, mach ich. Ich meine, meinem Team geht's, glaube ich, ganz gut. Bist du bereit? Ich probier's einfach mal aus. Das Warten hat ein Ende, dafür wird der Jojo-Clan gegründet. Okay, also los auf zur letzten Ruhestätte. Ich meine, ich kann nicht weiter mehr auftüdeln, ne? Was für ein Haufen Idioten. Wir sind so viel stärker als ihr. Ja gut, wollen wir mal gucken. Das haben andere auch schon gedacht. Doof ist natürlich, dass ich jetzt nicht mehr... Ah, aua. Oh, das kann halt wirklich dauern, ne? Ich brauche ja mit ihm ja schon hier gefühlt eine halbe Stunde. Ready for this. Und natürlich ist ein gewisser Herr schon wieder... Alter. Was soll das heißen? Ich kann nicht fliehen. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt wenigstens einmal kalt machen? Ich weiß jetzt gar nicht, was da Zeitvorgabe ist. Achso, die Zeitvorgabe ist ja 3 Minuten. Okay, wie viel sind es denn noch? 2. Ich sehe den letzten nicht mal. Ach da. Ja. Weil wir sind ja Überzahl. Müsste eigentlich gehen, ne? Der weg. Der
ist immer noch nicht weg. How about this? Weiß nicht, ob es noch A ist. Also ist es auf keinen Fall. Dafür hätte ich, glaube ich, schneller sein müssen. Vergiss, was ich gesagt habe. Hatte ich das nicht schon mal? Was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle? Oder kommt jetzt noch einer an? Das ist doch unmöglich. Nur große Töne spucken, aber nichts dahinter, was? Hast du eine goldene Kugel? Dann lasse ich nicht auf mir sitzen, auf gar keinen Fall. Nächstes Mal werde ich sicher... Oh nein. Ina kenne ich aber. Hey. Himmel, und jetzt? Also ich weiß nicht, ob es den bloß bei Judgment gab oder ob es der durch die komplette Yakuza-Reihe durch... den da durchgibt. Oh nee. Der Name... Amon hat mir jetzt nichts gesagt, aber wenn ich ihn jetzt gerade sehe... Ich bin Geiermann vom Amok-Clan. Okay, ihr Clanmitglieder versteht euch wohl nicht so gut miteinander, oder? Er, ein Clanmitglied, ein guter Witz, dieser Idiot, ist eine Schande für den Clan. Eine Schande. Der einzigste Wert des Amok-Clans ist seine Stärke. Ohne Stärke ist ein Einzelner völlig bedeutungslos, auch wenn er noch so einzigartig ist. Okay, was willst so ein harter Kerl wie du mit mir? Weißt du, ich dachte, der Tod wäre das Einzigste, auf das ich mich noch freuen könnte. Wie bitte? Alles, was ich hatte, habe ich in die Meuchelkunst gesteckt und jetzt bin ich der Stärkste meines Clans. Ob ich den Weg wirklich gern gegangen bin, ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Streben nach Stärke einen Wert für dich hat. Eigentlich dachte ich immer, ich würde nie meine volle Kraft nutzen können. Wäre das Leben in diesem Fall... Was? Wäre das Leben in diesem Fall nicht nur eine einzig zähe Marsch in Richtung Tod? Yeah. Vielleicht, aber was hat das mit mir zu tun? Ach komm schon, sei nicht so kalt. Als ich dich kämpfen sah, wurde mir klar, dass wir uns aus gleichen, Holz geschnitzt sind. Und weiter willst du mich zum Teekänzchen einladen, damit wir uns über unsere Gemeinsamkeiten austauschen können. Das könnte interessant sein, aber ich habe eine viel bessere Idee. Du verstehst mich doch, oder? Du tust so, als wäre dir alles egal. Aber das Kämpfen ist die eine Sache, auf die du dich einfach nicht, verzichten kannst. Ich warte am Helipad. Lassen wir es am Helipad. Oh, jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht mehr weg. Warte mal, ich speichere erstmal hier. Okay, wir gehen da noch schnell hin. Aber vielleicht sagt er bloß, ey, hier ist der Platz, the place to be. Hä, wo ist er denn jetzt? Wir treffen uns am Helipad. Okay. Bei denen werde ich so einfach... Ich kann's... Also, ich gehe stark davon aus, dass ich sterben werde. Nani? Yeah. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich das nicht hinkriege. Ich will es wenigstens einmal probieren. Okay. Typen haben wir mal Tricks auf Lager. Schön locker. Okay. Er ist halt unglaublich schwer. Also, er war... Ernsthaft. Ich meine, erstmal an ihn ranzukommen, ist schon ein Krampf. Ja, und ich habe genau das gleiche Problem. Es gibt auf jeden Fall einen Trick. Warte mal, könnte ich? Ich könnte sogar. Problem ist bloß, man sieht schon, ich habe ihn jetzt ein, zwei Mal getroffen. Und das würde halt auch nichts bringen. Seine Gesundheit. Seine Gesundheit. Ach,
Ach ja, ich musste zum Titelbildschirm zurück. Gut, dass ich an einer Stelle da kurz davor nochmal gespeichert habe. Seine Gesundheit geht halt automatisch immer wieder hoch. Und den zu treffen ist relativ schwer. Es gibt mit Sicherheit einen Trick. Den gab es beim letzten Mal auch. Mit irgendeinem Gesöff, was ich herstellen musste. Ich glaube, ich muss da wirklich ein paar Sachen sammeln. Das herstellen, wie das hier bei ihm sein wird. Keine Ahnung. Aber ich kann schon mal jetzt sagen, weil beim letzten Mal musste ich da auch nachgucken, wie man das machen muss. Das wird hier, denke ich mal, auch nicht anders sein. Und bei den Kugeln, vielleicht kriege ich von ihm noch eine Kugel. Es fehlen mir dann trotzdem immer noch zwei. Ich würde halt aber langsam wirklich gerne von den Nebenmissionen so weit wegkommen, dass wir das alles so weit abschließen. Akamelien-Netzwerk glaube ich nicht, dass ich das noch hinkriege, auf 30 zu bringen. Dafür müsste ich ja einen anderen Scheiß auch noch machen. Aber dass wir mindestens das Wichtigste machen, die Goldkugeln finden, die einzelnen Ausrufezeichen und so noch machen, den Kampf gegen ihn. Vielleicht starte ich damit auch beim nächsten Mal gleich rein. Weil das wird eine Weile dauern mit Sicherheit und dann kann ich ja erklären, was man machen muss oder wie man das hingekriegt hat. Ja, und dass wir dann so nach eigentlich vielleicht ein, zwei Folgen, so viel ist es ja nicht mehr, dann mit der Main Story weitermachen und die dann beenden. Ne? Dementsprechend würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen, ja, eventuell mit dem Kampf dann wieder. Oder ihr seht den Kampf, den kompletten Kampf. Der wird dauern. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen dann. Ciao, ciao.